Ein internationales Team von Archäologen hat im Norden Guatemalas Überreste riesiger Maya-Stätten entdeckt. Wie das US-Magazin National Geographic berichtet, fanden die Forscher mehr als 60.000 bislang unbekannte Häuser, Paläste, Straßen und andere Bauwerke. Möglich machte dies eine Laservermessungstechnik. Die Maya-Zivilisation hatte ihren Höhepunkt im 3. bis 9. Jahrhundert. Der Fund legt nahe, dass die Bevölkerung deutlich größer und besser organisiert war als bislang angenommen. Eine große Stadt mit Tempeln, Verteidigungsmauern und Verbindungswegen. Computeranimationen zeigen den Sensationsfund. Im Urwald von Guatemala entdeckte ein internationales Forscherteam ein hochentwickeltes Netzwerk von Maya-Städten. Möglich wurde dies durch die neuartige Laserkartierungstechnik LIDAR. Komplexe Messungen durch Lichtimpulse ermöglichen es, Bäume zu identifizieren und sie später per Computertechnik virtuell zu entfernen. Übrig bleiben 3D-Karten, Blicke auf Bodenstrukturen werden möglich. Sie zeigen den Umfang der hochentwickelten Kultur. Mit den neuen LIDAR-Daten aus Mittelamerika müssen wir jetzt in Betracht ziehen, dass sich komplexe Gesellschaften in den Tropen entwickelt und sich von dort aus verbreitet haben. Die Entdeckung lässt neue Rückschlüsse auf die Maya-Kultur zu. Laut Forscherteam lebten im Norden Guatemalas offenbar dreimal mehr Menschen als bislang angenommen, bis zu 15 Millionen. Die neue Entdeckung belegt 60.000 Bauwerke, große Anbaugebiete, Wasserkanäle und Verbindungswege. Neue Hinweise auf eine einzigartige Zivilisation.